Ja, hoi, meine Freunde von heute, willkommen zurück zu Mario Gives Up, nicht 4, sondern 3. Heute Castle 4 mit Welt 4 und ganz viele 4, die über mir hängen. Seht ihr da oben, ist ein Schild hinter 4. Das gucken wir uns heute an. Und dann geht es heute in Welt 5. Wow, wir sind schon ziemlich weit. Links ist ein Block, den wir aber, glaube ich, so nicht aktivieren können. Oh, da oben ist auch was. Ich würde gerne wissen, was da oben ist. Ich habe auch keine Ahnung. Oh, wenn ich meinem Gefühl trauen würde, würde ich jetzt eiskalt sagen, hier hat jemand My Little Puzzles gebaut. So ein bisschen. Hallo? Der bewegt sich nicht. Das ist interessant. Warum bewegt er sich nicht? Und warum bewegt der Typ da oben sich auch nicht? Ich habe keine Ahnung. Die bewegen sich alle nicht, ne? Was sind das für Freunde? Ach so, okay. Vergesse mal die. Oh. Ja. Ich würde eigentlich durchrennen und irgendwie unnötig. Die drei sind still. Was ist das hier? Warum ist die Hälfte still? Das ergibt keinen Sinn. Oh mein Gott. Ja. Bin ich selber schuld. Was hier unten? Oh, ein Pilz. Hier oben ist der Off-Schalter. Das ist da links. Hier links ist einfach rein gar nichts, okay. Gut, dann wollen wir einfach mal on machen. Und ich habe Angst. Ich habe ein bisschen Angst. Okay, jetzt war's. Oh mein Gott, jetzt bewegen sich alle. Ja, jetzt bewegen sich alle. Interessant, interessant. Warum bewegen sich jetzt alle? Und warum wurde ich von diesem Fickteil getroffen? Fickteil, Alter. Okay. Okay. Verdammter Podobo. Ich mag den nicht. Der ist scheiß platziert da. Ah! Mario Start. Ein cooles Schloss. Was sind jetzt alle aktiv oder muss ich nochmal. Nee, der ist aktiv. Und ich komme. Ich krieg einen Pilz. Das ist sehr freundlich. Ich wollte gerade sagen, ich komme nicht an den Mittelpunkt dran, um mir einen Pilz zu ergaunern, aber das habe ich auch gar nicht nötig. Boah, das ist gerade ein bisschen schwierig. Die haben so ein so ein beschissenes Timing gehabt gerade. Okay. Wir haben wohl alle aktiviert. Das haben wir ja mitgekriegt, aber was ändert sich jetzt hier? Ich meine, wir können eventuell jetzt irgendwo lang, wo wir von nicht lang konnten. Wir können uns jetzt hier eine Blume holen. Hat also doch Vorteile, dass wir gestorben sind. Der andere Frimp ist weg. Interessant. Okay, wir können jetzt hier hoch. Kriegen hier eine Shell und ein Trampolin. Ich weiß nicht mal, wofür ich das beides haben will. Ich hab einen Shell! Trampolin-Grab gekriegt. Yes, Mann! Okay, ich kann mir vorstellen, wofür die Shell ist und wofür das Trampolin ist. Dafür müssen wir aber hier runter. Na, nein, 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 nein. Oh, ich mach. Ups, ich wollte keinen Rewind machen. Moment! So. Habe ich sie kaputt gemacht. Beispielsweise. Jetzt ist alles wieder beim Alten. Moment. Moment. Wenn ich doch jetzt. Jetzt kann ich doch das Ding nicht mehr mitnehmen, ne? Doch, aber dann komme ich doch nicht mehr zurück. Oder? Ich komme nicht mehr zurück, oder? Ich komme nicht mehr zurück. Jetzt komme ich ja recht nicht mehr zurück. Wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Ey, das ist uncool. Ich komme nicht mehr zurück. Ich bringe mich jetzt um. Ich will keine Safe-States einnutzen. Ich habe ja gerade einen Reward eingesetzt, weil ich an meine Puzzles ja gedacht habe, weil es ein kleines Puzzle ist, aber das ist uncool. Warum kann man da nicht mehr zurück? Ein Rätsel für Maser. Okay, eigentlich das Rätsel nicht für mich gemacht, sondern für viele Leute, die Fan der Reihe sind, aber in dem Fall ist es ein Rätsel für mich, denn Maser hat einfach keine Ahnung, was der Typ von mir will. Also ich weiß schon, was er von mir will, aber. Ihr versteht vielleicht, was ich meine. Gut. Ja, okay, der Frim kam hier hin. Level muss ich zugeben, also diese Burg hier ist aber nicht schwierig. Und der Frim ist schon wieder weg.
Okay, diesmal nehme ich die Shell und das Trampolin mit. Mach wieder ein Double Grab. Das ist unglaublich cool. Gut, den brauchen wir. Brauchen wir beides. Ich weiß nicht mal, wofür wir den P-Switch brauchen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich möchte ihn gerne mal mitnehmen. Verdreckter Protobo. So, ich krieg einen Double Grab mal hin. Krieg mal bitte einen Double Grab hin. Irgendwie kriege ich das gerade nicht hin, ne? Ja. Ja. Ey, wenn ich andauernd Double Grabs hinkriege, aber jetzt kriege ich es irgendwie nicht hin. Ich meine, ich krieg einen Double Grab mit einer Shell hin, ja? Habt ihr ja vorhin gesehen. Zweimal hintereinander. Aber irgendwie kriege ich es jetzt nicht hin. Na gut, geh mal hier lang. Ey, wenn man hier runterfällt, ne? Das ist so ärgerlich. Das ist echt so ärgerlich. Und uncool. Okay, wofür brauchen wir den P-Switch? Ich habe keine Ahnung. Ich nehme einfach mal mit. Kommt hier noch keine Boss-Tür? Hier kommt eine Boss-Tür und hier haben wir eine komische Decke. Okay. Was haben wir hier drin? Oh, nicht schon wieder. Ich habe Angst. Oh, nee, 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 nicht schon wieder die Teile. Vor allem, guck mal, wie die fliegen. So richtig unfair. Und jetzt krieg ich... Was? Was? Was hat mich da jetzt zurückgedonnert? Ich habe keine Ahnung. Der ganze Spaß nochmal neu. Nee, ich werde hier kein Selfset einsetzen. Das Spiel läuft bisher so prima ohne Selfsets eigentlich. Also, was heißt bisher? Ich habe halt das eine Level halt gehabt, aber ist auch scheißegal. Ein Level kann man ruhig mal machen. Ich habe jetzt einfach nur keinen Nerv, das Level nochmal neu zu machen. Was die bestimmt die eine oder andere Person, die das Video guckt, hier halt verstehen kann. Nur halt, ist das eine böse Stelle. Ich frage mich gerade, ob der Frim... Ne, der Frim kommt da nicht hoch. Okay. Und schon wieder fehlt der Mini-Frim, ne? Gut, Rätsel nochmal. Nochmal ein Double Grab, Fragezeichen. Ne, diesmal nicht. Gut, wenn wir das zuerst machen, frage ich mich gerade. Müsste das doch eigentlich gehen, ne? Ja klar, wir kommen ja wieder zurück. Genau, wir kommen ja wieder zurück eigentlich. Da war der Protobo. Dankeschön. Oh. Oh. Ja, das war vielleicht keine kluge Idee. Das war eine verdammt dumme Idee. Jetzt muss ich das ganze Level nochmal neu machen. Und ich verliere meinen Pilz. Meine Blume. Okay, wisst ihr was? Leckt mich. Nee, leckt mich. Das ist... Das war es mir nicht wert. Okay, ich will aber wissen, was dieses geheime Gebiet da wieder... Es hat mir letztens einen Tipp mit Pipeline gegeben, deswegen will ich es unbedingt rausfinden. Und das ohne Save States. Das wäre cool, ja? Mario Quiz Up zählt auch zu den härteren Hacks, deswegen ist es vollkommen okay, ohne Save States zu spielen, finde ich. Was heißt zu den härteren? Aber zählt halt zu den härteren Hacks. Deswegen finde ich es nicht mal so schlimm, falls ich mit Save States spielen sollte irgendwann. Aber momentan ist es eigentlich nur meine eigene Dummheit, dass ich das Level hier nicht schaffe. Und deswegen sollte ich das Level hier nicht neu starten dürfen. Ja, das ist meine Meinung. Gut. Wir haben ja gerade gesehen von wegen, dass ich eigentlich nur verkackt habe. Das war knapp, weil ich das Trampolin nicht mitgenommen habe. Okay, das ist uncool. Ich muss einmal kurz die Shell wieder spawnen. Dankeschön. Ich kann doch eigentlich das Trampolin schon mal hier hin tun, ne? Warum nicht das eigentlich mit? Ich meine, es stört mich eh nur. Dankeschön. So, P-Switch, ahoi, dankeschön. Maser bedankt sich. Das war knapp. So, hier hoch und dann ganz normal wieder durch dieses Level. Und dann wieder durch die Scheiße mit den verdammten... Ne, warte, hier dürfen wir noch nicht aktivieren. Wir dürfen erst beim nächsten Gebiet aktivieren. Durch die Scheiße mit diesen komischen Geister-Cooper-Dinger da. Und ich weiß nicht mal, was ich da soll. Das ist...
Also ich kriege eine Information, aber ich weiß, wüsste gerne welche und ich habe keine Ahnung. Okay, ich renne einfach hier durch. Ich glaube, so kriegen mich die erst nicht. Dann sollte ich vorbereitet sein. Okay. Okay. Oh mein Gott. Ich habe sie ausgetriggert. Okay, sie kommen. Da kommt ein neuer. Weit in den feurigen Tiefen kann der rote Schalterplatz gefunden werden. Wenn du über die Lava springst, findest du ihn weit weg. Ja! Ich konnte gerade nicht durch die Tür gehen. Was ist das für eine unfaire Scheiße? Okay, jetzt habe ich dieses Secret wenigstens gefunden. Was kommt jetzt? Ludwig! Hi! Okay, und ich glaube, ich darf nicht auf dich draufspringen. Habe ich recht? Alter, ich spring voll ab von dem. Habt ihr es gerade gesehen, wie ich von dem abspringe? Alter! Okay. Alter, was ist mit dem los? Und diese Feuerbälle sind scheiße schnell. Und er ist selber auch fucking schnell. Leck mich. Übrigens habe ich vor ein paar Parts gesagt, das ist Iosis, aber das klingt eher nach My Tetorori oder wie es heißt, von Kasein Teto. Okay. Alter, was springe ich da von dem so ab? Das ist heftig. Weiß das? Nein, war es nicht. Der Boss hat es leicht in sich. Der springt verdammt weit. Okay, aber ich darf stehen bleiben. Das war kein... Oh Gott, war das knapp. Ich wollte gerade sagen, das war keine kluge Idee. Willst du mal sterben, du Arschloch? Dankeschön. Oh mein Gott, ey, das war ein bisschen krampfhaft, muss ich zugeben. Ich habe ein Leben bekommen. Warum habe ich ein Leben bekommen? Hat sich auf jeden Fall so angehört, dass ich ein Leben bekommen habe. Oh, wir haben eine Cutscene. Und einen grünen Querbalken unten am Bildschirm, warum auch immer. Hä? Hm. Bob. Ludwigs extra große Sprünge was? Waren kein Problem auf der Reise. Eine Höhle kommt und eine Höhle ist immerhin eine Höhle. Was? Der Cave? Wir finden der Cave. Ah ne, eine Höhle mit einer Höhle drin. Caveception. Hopefully you've been watching for the key symbols. Also Symbols, natürlich. Symbols. Danach suchen wir nach Symbol. Nein, wir suchen natürlich nach den Schlüsselsymbolen in Caveception, Alter. Das ist eine verdammt große Höhle und ist da ein Geisterhaus zufälligerweise an dem einen Ort da? Oder warum ist da ein Geist? Okay, die Höhle kann man nicht bewegen. Machen wir jetzt noch ein Level, weil ich gerade Spaß dran habe. Okay, es fängt so an. Ich wäre ein Freund von Items. Aber so wie ich gerade gespielt habe, war es kein Item wert zu opfern. Versuch Nummer 2. Masa versucht nochmal. Und diesmal schafft er es sogar. Was für ein Killer. Okay, Lotus. War ja irgendwie klar, dass diese Viecher dann hier kommen. Also die Lotusblumen, so heißen sie ja. Okay, da haben wir einen Pilz. Da haben wir bestimmt den Tod. Ich war gerade halbwegs drin. Das will ich kein zweites Mal versuchen. Ich glaube, die sind nicht ganz koscher, ne? Ja, die sind nicht ganz koscher. Weil man nie weiß wirklich, ob die da so wirklich runterkommen. Okay, das ist eine Frage. Ist da was drin? Und lohnt es sich, das zu holen? Ist ein Leben drin. Leben kann man gebrauchen. Muss ich zugeben. Dankeschön. So können wir ein bisschen Weg freiräumen. Das ist nett. Diese Teile gefallen mir gar nicht. So diese Bummelkäfer, die an der Decke krabbeln.
Was haben wir hier? Da ist ein... Was? Gab es hier ein Secret Exit? Ich habe keine Ahnung. Hä? Ich kann hier nicht rein. Ich weiß gerade nicht, was das hier für einen Sinn und Zweck hatte. Ich bin überfordert. Okay, hier haben wir wieder so eine Schräge. Übrigens kann man mit diesen Schrägen ziemlich schön buggen, aber ich möchte das gerade nicht machen. Also glitschen, dass man in die Wand reinfällt. Mir gefällt die Musik nicht. Okay, man kann auch drauf springen. Das ist gut zu wissen. Kann man ungeahnte Möglichkeiten mit testen. Eigentlich kann man nur drauf springen und dann höher springen. War, hey, Moment. Was? Ich will ja nicht sagen, da ist was, aber da ist, glaube ich, was. Und ich habe es nicht geschafft. Ich hatte auch keinen Mittelpunkt. Warum bin ich nicht weiter bis zum Mittelpunkt gegangen? Ich habe keine Ahnung. Es gibt keinen Secret Exit. Warum soll ich da also reinspringen? Ich weiß es nicht. Das, meine liebe Zuschauerinnen und mein lieber Zuschauer, geht es nun bei Mazer Mystery herauszufinden. Warum ist ein Secret? Warum ist alles so, wie es ist? Warum ist hier eine Cave? Und warum ist dann eine Cave in der Cave? Und warum gibt es Caveception? Vielleicht bleibe ich auch diesmal groß. Dann brauche ich nicht unbedingt den Umweg gehen. Okay, so viel dazu. Hat prima geklappt, muss ich echt zugeben. Caveception, Caveception. So, die können wir mal so töten. Da haben wir auf jeden Fall ein Problem weniger. Ein Problem weniger. Wow, ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, dass wir wieder 10 Minuten aufgenommen haben, beziehungsweise 16 Minuten schon, wenn ich das richtig lesen kann gerade. Und ich sitze immer noch in dem Level hier drin. Wobei, wir müssen zugeben, Ludwigs Schloss hatte ein bisschen lange gedauert. Aber ich möchte wenigstens das Level hier einmal schaffen. So. Gut, da kann man wenigstens so ein bisschen was wettmachen, sage ich mal dazu. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie mal auch vorbeikommen, ohne dass wir irgendwie getroffen werden. Das ist genau das, was ich meine. Einfach durch ein Level gehen, ohne Probleme. Das ist das, was ich meine. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich in die orange Röhre da hinten gehe, ne, wo ich vorhin gestorben bin, weil ich es nicht geschafft habe, dann komme ich genau hier wieder raus. Das wäre so eine Scheiße, ne? Da will ich aber so die Krise kriegen. Tut mir leid, Leute, aber da will ich so die Krise kriegen. So, Maser rastet aus, aber er wird nicht ausrasten, weil dann meckern die Nachbarn wieder und dann gibt es Ärger. Und es kommt noch härter, denn Maser wollte über die Erde regieren und seinen eigenen Staat kreieren. Doch Liebe und Wahl verurteilt er. Mehr und mehr Macht, das wollte er. Maser Lin, 24.12. Er lebt bald wieder. Okay, komm. Ich kann da rein. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich gehe einfach mal nach rechts. Kann ich da rein? Nee, es gibt ein Trampolin hier. Ich weiß nicht mehr, wofür kann ich hier wieder zurück? Nein, zum Glück nicht. Ja, okay, warum soll ich auch da zurück wollen, ne? Mittelpunkt! Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hin will. Da rein, in die Röhre, wo Lava ist, auf der anderen Seite. Lol, jetzt bin ich hier. Was bringt mir das Trampolin denn? Noch weiß Maser nicht, was er hier gefunden hat. Doch er weiß, bald wird es einen Grund haben, warum er es gefunden hat. Okay, eigentlich... Nein. Na, dann am besten rüberspringen. Das ist okay. Es gibt Schlimmeres. Hier kriege ich eh wieder einen Pilz. Okay, wird er wieder breit oder wird er nach oben? Ne, er geht wieder breit. Oh, das könnte böse werden. Das könnte verdammt böse werden. Ich wusste, es wird cool. Und da hat Maser komische Geräusche gemacht, aber wundert euch nicht. Maser macht immer komische Geräusche. Okay, ich habe eine Feder bekommen. Das ist natürlich vollkommen das Wert, was ich haben wollte. So, ich will da oben hin. Okay, eigentlich wollte ich... Nein, ich wollte eigentlich gar nicht da oben hin. Tut mir leid, es war gelogen. Ja, ohne Witz. Ey. Ohne Witz, was ist das denn für ein Sprung? Jetzt sind wir wieder hier. Natürlich starten wir hier. Du kannst mich kreuzweise. Ich hol mir mein Cape. Ich hol mir mein Cape, komm mal, was da wolle. Kannst mir kreuzweise spielen. Der Part wird unglaublich lang, ne? Und nur weil dieses Level verdammt groß ist, wo die letzten beiden Level groß waren.
Aber gut, wenn man die Level kennt, ne, hier war übrigens der Mittelpunkt. Warum sind wir nicht hier gelandet? Weil niemand wollte, dass wir das Trampolin wiederkriegen. Oh, aber jemand wollte, dass wir das Trampolin nicht wiederkriegen. Übrigens, was die Saves angeht, werde ich erst dann machen, wenn es wirklich kritisch wird. Also wenn ich wirklich so einsehen kann, von wegen, dass das Level verdammt schwierig wird und ich keine Chance habe. Aber vorerst seht ihr ja selber, dass das alles ziemlich einfach ist. Okay, das ist gerade eine blöde Stelle. Ja, das ist eine echt blöde Stelle. Aber ich habe es geschafft. Okay, und hier kriegen wir wieder unser schönes, nettes Cape. Das ist echt praktisch. Okay, wir nehmen uns das Trampolin mal mit. Damit können wir nämlich auch ein bisschen schummeln, wenn wir wollen. Wir können auch so ein bisschen schummeln, das werde ich jetzt auch machen. Am Arsch. Wir können zwar nicht fliegen, das habe ich ja schon rausgefunden. Aber wir können einfach mal eiskalt hier rüber fliegen. Und dann kommen wir auch hier rüber. Ich weiß nicht, warum das nicht ging. Ich habe echt keine Ahnung. Das war echt so eine komische Sache, ne? Wir kommen da einfach nicht hoch. So. Oh, mit dem Cap ist das alles viel einfacher. Seht ihr das, Leute? Okay, das war nicht klug. Aber wir haben ja zum Glück ein Cape. Also von daher, wir können einfach hier so durchgleiten, ja? Mein Gott, diese Cave ist verdammt groß. Ich habe Angst. Ist irgendwann mal hier Ende? Da ist Ende. Und wir kriegen... Ah, Doppelfeder! Hat sich doch prima gelohnt. Das ist ein verdammt großer Bonus, den wir am Ende des Parts hier bekommen haben. Gut, im nächsten Part werden wir nach The Dark Descent gehen. Descent, oder wie es immer heißt. Keine Ahnung. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag noch. Und Masala Vista, Baby.